Herzlich willkommen, Susanne, in meinem Projekt Begrifflichkeiten innerhalb des Kosmos. Das Wort hast du gerade in den Raum geworfen, des Kosmos von Possibility Management zu beleuchten. Danke fürs Dasein. Hallo Und Anja. für mich war neugierig in einem Kontext, wie ich dich kennengelernt habe, hat bei mir resoniert, dich speziell zu befragen zu dem kleinen Jetzt. Und von Clinton Callahan kann man immer wieder mal hören, small here, small now, small I. Also das kleine Jetzt, das kleine Hier und das kleine Ich. Und ich denke, jeder sieht das ganz unterschiedlich. Also für jeden ist das unterschiedlich zu bewerten. Das heißt, wenn du jetzt dazu was sagst, ist das das, was Susanne Hutzler dazu zu sagen hat. Und genau das würde mich interessieren. Was aus diesem Riesenkosmos des Possibility Management bedeutet das vielleicht möglichst frei von anderen Spezialbegriffen, damit jemand, der da überhaupt noch gar keinen Einblick hat, nicht plötzlich auch noch merkt, ja, was ist denn jetzt eine Box und was denn jetzt dieses und jenes? Vielleicht eine Herausforderung. Ja, Anja, und ich bin so froh, dass du mich fragst, denn mit dir zusammen kann ich vielleicht auch mich beleuchten, nach außen bringen, was in mir gerade aktiv ist. Das kleine Jetzt, das kleine Ich und das kleine Hiersein bedeutet für mich, dass ich ganz im Moment präsent da bin. Und zwar nicht mit großen Geschichten aus der Vergangenheit beschäftigt, nicht mit großen Plänen in die Zukunft. Ganz mit meiner Wahrnehmung, meinem Standort, meiner Verkörperung jetzt eins. Und warum mich dieses Thema so interessiert, liegt wahrscheinlich daran, dass es für mich gar nicht so einfach war und auch immer noch eine Herausforderung ist, jetzt gerade da zu sein. Also ich komme mit Menschen, die mich von früher kennen, kennen mich mit unglaublich dramatischen Geschichten, mit großen Auftritten, viel Emotionen. Und auch mit großen Plänen für die Zukunft, immerzu mit Planungen und Ideen beschäftigt. Also definitiv woanders als jetzt. Und definitiv mit einem sehr großen Ich, nämlich nicht nur dem Ich, was jetzt da ist, sondern auch das Ich aus der Vergangenheit, all meinen Geschichten, vielleicht sogar den Geschichten meiner Eltern, der Gesellschaft und auch noch mit den ganzen Plänen, die ich für die Zukunft habe. Also ein richtig großes, aufgeblasenes Ich. Ja, mir erklärt sich gerade was, denn wenn du sagst, viele Geschichten, dann denke ich, na ja gut, die werden ja auch im Hier und Jetzt erzählt. In dem Moment, wo sie erzählt werden, bin ich ja präsent mit dieser Geschichte. Aber in der Geschichte kommen ganz viele andere Menschen und Ichs vor. Und da ist bei mir gerade so ein, ah ja, da kommt es zum Sammelpunkt zusammen. Wenn ich bei mir bleibe und das, was wir. Ich denke mal als ich Kind war, ein Satz beginnt man auf alle Fälle nicht mit ich, wenn man einen Brief schreibt, ja. Und das ist genau das Gegenteil, habe ich so das Gefühl. Ich darf jeden Satz mit ich beginnen, dann bin ich ganz bei mir und darf meinen Körper spüren und meine Körperempfindungen ausdrücken, dann bin ich ganz im Jetzt. Ist das so? Resoniert das so? Ja, genau, so erlebe ich das. Ich darf den Satz mit ich beginnen, denn da ist mein Ursprungspunkt, der ist in mir, jetzt gerade. Mein Zentrum liegt in mir. Und dann ist es natürlich von mir aus zu beginnen. Wenn ich eine Geschichte reinhole, und wir sind ja alle wunderbare Geschichtenerzähler. Wir lieben die Fabeln und die Geschichten und die Bücher und die Opern und die Filme. Ja, wenn ich das also alles reinhole, hole ich zwangsläufig was, was schon ganz lange vergangen ist, hole ich mir wieder rein hier. Und als Gewohnheit, also ich kenne das von mir als Gewohnheit, überdecke komplett das, was jetzt gerade ist.
ich kann das so toll machen, dass ich mich vollkommen in meiner Geschichte verliere und die für vollkommen wahr halt und wirklich. Das heißt, ich habe auch Emotionen, die sind völlig präsent und wahr und wirklich. Der Anlass für die Emotionen liegt aber in der Vergangenheit. Also ich erlebe diese Wirklichkeit jetzt. Und tatsächlich ist es wie so ein Luftballon, wenn man die Luft, die Nadel reinstecht, die Nadel des Hier und Jetzt macht so. Und alles ist weg. Die Emotion ist weg, die Geschichte ist weg. Und es gibt einen Anteil in mir, der sagt, ja gut, wenn wir uns Menschen jetzt so begegnen, dann ist da ja gar nichts mehr zu sprechen. Dann werden wir irgendwann alle stumm miteinander in Begegnung gehen, dann brauche ich nichts mehr zu sagen. Das kann passieren, dass es nichts zu sagen gibt, weil gerade der Verstand, unser Sprachgedächtnis oder auch unser Sprachvermögen nicht gefragt ist. Und gleichzeitig ist dieser Moment jetzt, der vielleicht 3 Sekunden dauert oder 3 Minuten, so in dem Geschmacks, in dieser Geschmacksrichtung so vollkommen authentisch. Genau nur wir beide in unserer Begegnung sind präsent mit dem, was gerade da ist. Und das kann unglaublich viel sein. Okay, ja, es ist für mich so ein Bild, es wird zwar ganz klein und auf den Punkt gebracht, aber da drin ist schon wieder ein eigener Kosmos. Und der Kosmos entwickelt sich, entfaltet sich, geht auf wie eine Blüte und er ist riesig groß. Es ist deswegen so ein großer Raum, weil der nicht gefüllt ist mit irgendwelchem Müll aus der Vergangenheit oder auch aus der Zukunft, Hoffnungen, Sehnsüchten, die mich ganz wegbringen von dem, was tatsächlich war und wirklich jetzt ist. Unter anderem auch meine Gefühle, denn meine Gefühle, wenn es authentische Gefühle sind, dann ist es so einfach biologisch, physiologisch ist es so, dass dieses Gefühl ungefähr 3 Minuten dauern kann. Und dann braucht es einen neuen Impuls, um aufrechterhalten zu werden. Also ein Gefühl, ein authentisches, echtes Gefühl kann nur im Jetzt stattfinden und nur im ganz kleinen Jetzt. Und würdest du sagen, das ist so was, was mir hilft, als Einstiegstor dahin zu kommen, dass mir meine ganz basalen 5 Sinne da helfen, mich wirklich mal nur auf Sehen, Riechen, Schmecken, Hören, Spüren zu konzentrieren? Und, ja und, das sind die physischen Sinne. Und wir haben auch noch eine Wahrnehmung, energetischen Sinn, eine Wahrnehmung vom Raum, von unserer Präsenz. Vielleicht auch eine Wahrnehmung von Zeit oder Nichtzeit. Unser Atem hilft uns, das ist bekannt über die Meditation. Der Atem hilft uns auch, im Jetzt zu stabilisieren. Auch zu beobachten, wer denn da beobachtet und was beobachtet wird. Also es gibt Praxis, um deutlicher ins Jetzt zu kommen. Und für mich persönlich hilft der Körperanker. Für mich persönlich ist mein Körper ein super Anker. Wie du gesagt hast, gerade die Frage der Wahrnehmung, was nehme ich denn gerade wahr? Was passiert gerade mit meinem Atem? Wo ist mein Herzschlag? Wo sitze ich überhaupt? Sitze ich im Raum oder wo bin ich überhaupt? Ja. Ja. Und ich auf meiner Reise mich immer wieder, ich habe mal das Wort präsenzieren für mich herausgearbeitet, um mich zu präsenzieren, sind so viele Hürden, so viele Dinge, die da im Weg stehen, die dagegen arbeiten, die sagen, nein, da lasse ich dich nicht hin. Ja. Was ist das denn? Was ist es denn? So eine große Angst davor, so präsent zu sein und mich nur mitzuteilen, was jetzt hier im Raum mit dir gerade für mich real, wirklich ist.
Also, ich spreche mal von mir, was ich für mich rausgefunden habe. Für mich tatsächlich scheint es so gefährlich zu sein, hier im Jetzt präsent und mit dir in Verbindung zu sein, dass ich eine Art und Weise gewählt habe, mich beschäftigt zu halten, um genau das nicht zu fühlen. Um genau nicht unsere Verbindung zu fühlen, mich selber nicht zu fühlen und auch meine vielleicht Verletzbarkeit nicht zu fühlen, vielleicht aber auch meine Großartigkeit nicht zu fühlen und meine Möglichkeiten. Also ich habe so ein Muster, dass ich mich in Geschichten gern verliere, die ich auch selber glaub und die ich so glaubwürdig erzählen kann, dass sie jeder andere auch glaubt. Selbstverständlich sagen die Leute, ja, klar, du hast keine Zeit, du bist immer so beschäftigt. Das weiß ich schon. Tatsächlich auch Emotionen, also emotionales Theater. Und auch da bin ich völlig überzeugt, wenn ich in diesem Theater drinstecke, dass es total wirklich ist. Also ich bin ärgerlich auf. Schon wieder ist die Müllabfuhr zu spät gekommen. Um so was ganz Banales zu nehmen. Damit kann ich mich richtig beschäftigen. Bei der Stadtverwaltung anrufen, eine Strichliste führen. Ja, danke. Also das Bild, das auf dieser Nadelspitze ein eigener Kosmos ist, das hilft mir gerade, so diese Großartigkeit dieses Kosmos glauben, nicht ertragen zu können, weil es die wahre Großartigkeit ist und sich lieber in diesen anderen Großartigkeiten zu verlieren, die wir ja so gut gewohnt sind, die wir ja so vom ersten Tag des Lebens an gelernt haben, irgendwie zu handeln. Und das andere haben wir nicht gelernt zu handeln. Wenn du das jetzt sagst, kommt mir, dass es da diese Angst gibt vor diesem Großartigen. Ich meine, der Kosmos ist auch bodenlos. Alles ist neu. In jedem Moment gibt es eine neue Wendung. Alles ist möglich. Ja, da kriege ich Gänsehaut. Bodenlos. Und wenn ich dann noch ein kleines Ich habe, also. Nicht, also das kleine Jetzt und das kleine Hier ist bodenlos. Und dann kommt auch noch dieses kleine Ich, also nicht dieses aufgeblasene, großartige Überlebensmonster. Susanne. Sondern da ist so ein kleines Ich, das vielleicht sich ganz verliert in diesem großen Raum. Kein Wunder, denkst da, kein Wunder. Das ist das Abenteuerleben. Die Magie ist, dass eben im Jetzt alles möglich ist und jede Wendung genommen werden kann. Und es geht nur im Jetzt. In der Zukunft kann ich nichts verändern. Es ist so banal, ja. In der Zukunft kann ich nichts verändern. In der Vergangenheit kann ich nichts verändern. Meine Geschichten sind so alt und ausgenudelt. Da geht wirklich nichts mehr. Aber von meinem Punkt, wo ich jetzt bin, kann ich sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft verändern. Mir kommt so dieses Bild, was gern gemalt wird, dass man einen Raum hat mit Wänden und dann nimmt man sich eine Tür. Und in diesem Kosmos des Jetzt gibt es überhaupt keine Wände und Türen mehr. Da ist alles offen. Uff. Und in diesem Moment des Jetzt, wenn ich ganz mit mir verbunden bin, meinen Ursprungspunkt in mir habe, mein Zentrum bei mir, alle Körper,
Auf Englisch heißt es aligned. Also auf Deutsch würde ich sagen, alle Körper schwingen zusammen und sind beieinander. An dem Punkt ist auch der einzige Punkt, wo Heilung möglich ist. Da fallen so die Geschichten auseinander, auch die Diagnosen, die Prognosen. Und da kann es so eine Erfahrung geben, dass ich grundsätzlich heil bin. Ja. Also könnte man fast sagen, da findet nicht Heilung statt, sondern da findet Heilsein statt. Da findet Heilsein statt. Ja, da bin ich heil. Da bin ich heil. Und wenn ich Moment an Moment reihe von Heilsein finde, vielleicht ist es so, ich reihe Moment von Moment, Moment, Moment. Und das sind immer so kleine Lücken. Und die Momente berühren sich. So ist Heilung dann. Ja. Und irgendwann wird diese alte Gewohnheit auch in unserem Nervensystem verschwunden sein. Diese alte Gewohnheit, sich mit Krankheit oder einem bestimmten Krankheitszustand zu identifizieren, wird irgendwann mal weg sein. Es ist wie so ein neuer Pfad gelegt. Aber auch ganz praktisch. Richtig praktisch. Richtig praktisch, wenn in unserem Gehirn neue Verknüpfungen entstanden sein. Das macht richtig Mut. Das gibt mir jetzt richtig Kraft zu sagen, ja, rein in dieses Abenteuer, dieses präsenten Kosmos. Ja. Ja. Und es ist eine Praxis. Es ist eine Praxis, also es ist einfach so jenseits unserer Gewohnheit, unserer Überlebensgewohnheit ist unsere Überlebensgewohnheit im kapitalistischen Patriarchat ist Konsum, Ablenkung, zerstreut sein, Zentrum weggeben, einfach genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Und das heißt, es braucht wirklich Gewohnheit, immer wieder reinholen, reinholen. Und das hört sich gerade so mühsam an. Und das ist eigentlich überhaupt nicht mühsam, weil es ist ja nur ein Augenblick, es ist ja nur so Schnipp. Und sei es 60 Mal in der Minute, jede Sekunde, diesen Schnipp zu machen. Ja, und das wird halt am Anfang wahrscheinlich nur auf dem Kissen beim Sitzen funktionieren. Oder vielleicht mal dreimal am Tag beim Kochen und beim Telefonieren kurz oder beim Spazierengehen. Und das ist viel, das ist großartig. Ja. Dankeschön, das war eine Rundumbeleuchtung und hat für mich so einen kleinen Paradigmenwechsel über dieses Thema in meinem Kopf, neue Verknüpfungen erzeugt. Anja, danke für deine Fragen und für dein waches Bewusstsein. Danke für diesen Raum.